diese Saison im DFB-Pokal zu spielen, war für mich überragend. Hier am Kotterweg war das irgendwann dann wie ein Hexenkessel und die Stimmung war wirklich der Wahnsinn. Ja, das war eine unbeschreibliche Reise. Sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit der Mannschaft zusammen gegen die Mannschaften aus der ersten Liga zu spielen. Besonders stolz bin ich, dass wir es geschafft haben, immer als Team aufzutreten, auch als Underdog, dass wir überzeugt haben mit unserer Teamleistung, auch einzelne Leistungen, aber auch, was man dann oft nicht sieht in den Highlights, dass die restlichen Minuten auch wir als Teamgefüge zusammengearbeitet haben und zusammen verteidigt haben. Und ich denke, wir haben uns alle persönlich entwickelt durch den DFB-Pokal. Wir haben alle gesehen, was alles möglich ist, dass wir die ganz Großen schlagen können, dass wir so Vereine wie Frankfurt, die auch ganz oben sind in der Tabelle in der Bundesliga, schlagen können. Und ich glaube, wir haben alle gesehen, dass wir in die erste Liga gehören und dass wir eben auch für Überraschungen sorgen können. Für mich persönlich nehme ich aus dem Pokal mit, dass wir eine enorm hohe Qualität im Team haben. Ich glaube, das haben wir gezeigt, dass wir auch gegen die Erstligisten mithalten können und sie auch schlagen können. Sicherlich haben wir auch gesehen, wo wir noch Bedarf haben, daran zu arbeiten. Aber das kann man aus solchen Spielen super mitnehmen. Und ja, also wie gesagt, ich glaube, man kann super mitnehmen, dass wir es schaffen können, in der ersten Liga mitzuhalten. Irgendwie, wenn ich an generell den DFB-Pokal denke, habe ich immer eine Szene im Kopf, tatsächlich nicht direkt vom Spiel, die ich gesehen habe, sondern im Nachhinein gab es ja auch viele Aufnahmen und da hat sich das Trainerteam danach so unglaublich doll gefreut, da wurde Schaban ja auch gefilmt und das hat ja einfach wahnsinnige Emotionen ausgelöst, also auch wie sehr sich andere gefreut haben, also unser Staff-Team zum Beispiel und danach die Freude und die Bilder nochmal zu sehen, war echt der Wahnsinn, also das sind auf jeden Fall nochmal Gänsehaut, die man auch danach noch erleben kann. Besonders geprägt hat mich, glaube ich, dass so viele Fans tatsächlich da waren. Es war einfach ein ganz, ganz besonderes Gefühl, in den beiden Spielen, die wir jetzt schon hatten, einzulaufen und zu sehen, dass so viele da sind und uns unterstützen und auch aktiv irgendwie dabei sind. Also es war extrem laut und gegen Essen wurde, glaube ich, Konfetti geschmissen. Das war was total Besonderes, das mitzuerleben. Und ja, das will man natürlich gerne öfter haben und ja, das ist was ganz, ganz Besonderes, was man für sich auch mitnehmen kann und ja, auch wertschätzen kann. Ganz besonders in Erinnerung ist Frankfurt wahrscheinlich geblieben, weil das so das erste Mal war, wo wir unter ausverkauftem Haus gespielt haben, so viele Zuschauer und da wussten wir noch gar nicht, was auf uns zukommt. Und ja, der Support ist überragend. Die Spieler am Kotterweg, die sind einfach mega schön, weil die Fans so nah sind. Das ausverkaufte Haus, die von Sekunde 1 auch schon beim Aufwärmen bis zum Ende und dann am Ende beim Feiern. Ja, das ist was uns extrem pusht und was uns auch den Rücken stärkt und uns weiterhilft. Und ja, es macht einfach Spaß, mit denen zu spielen. Deswegen freut man sich natürlich auf das nächste Spiel.